Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der WoW 127. Wir müssen immer noch Worgen töten. Ja, wir geben uns allergrößte Mühe. Und ich finde, das machen wir ganz gut. Schwupp. Und danach, wenn wir die Quests abgegeben haben, werden wir aufbrechen nach Nagrand. Das wird schön, das wird toll, sage ich euch. Noch mal Kaffee nachgießen. Oh, unser Bett hat auch Level Up. Ist jetzt auch 64. Mal gucken. Immer noch 3 Stufe ist gleich. Ja, wir müssen aufpassen mit den Sphärenjägern. Ich weiß nicht, ob die nur angezeigt werden, wenn die quasi da sind. Oder ob die auch angezeigt werden, wenn die unsichtbar sind. Das weiß ich nicht. Könnte ich mir aber gut vorstellen hier. Und wir müssen gleich unbedingt Pfeile kaufen. Und wir müssen Essen und Trinken kaufen. Ich wollte mich zwar langsam wegbewegen hier, aber jetzt sind sie schon wieder hier. Wo sind Sphärenjäger? Würde ich mir auch noch holen. Problem daran ist, man kann nur eine begrenzte Tieranzahl haben. Ich glaube 3 oder so geht bei PC. Das haben die aber nachher dann geändert, dass man 5, 6, 8, 9, 10 haben kann. Ich habe keine Ahnung, wie viel mehr man mittlerweile haben kann. Ich habe zwar einen Hunter auf 100, aber habe mich nie da so, ich war nur ein Twink, habe mich nie da so großartig mit beschäftigt. Ich habe immer eine Sammlung komplett gemacht, habe ich gesagt. Ich hatte dann alle Charakter auf 100, die es zu dem Zeit gab. Und jetzt, war es eine großartige Aufgabe für mich, alle wieder auf 110 zu bringen. Wie gesagt, den Hunter würde ich euch dann mitnehmen. Mittlerweile geht es ja recht fix in Legion, von 100 auf 110. Ja, sieht schon mal so gut aus. Ah! Sehr schön. Nee, das war falsch. Da müssen wir hin, Begleiter. Gehorsam. Schön. Ja, genau da wollte ich hin. Und zwar große Ausdauer. Gestellt von uns. Und das kannst du immer noch nicht. Verdammt. 85, wie viel haben wir denn? 88, okay, wir brauchen noch die nächste Treuestufe. Schade, schade, schade. Aber jetzt ist der, welche Treuestufe? 3, ne? Und wir wissen, gibt es 6. Das heißt, wir haben noch ein bisschen.
Oh, 400, 520, 521. Oh, ja. Muss unbedingt Pfeile kaufen. Ich sagen, was machen wir auf dem Weg nach Alerias Feste? Alerias Feste schlagen wir dann zu. Weil das trifft sich ja ganz gut. Ich wollte gerade sagen, oh, ey, aber falsches Geheul. Also wie es aussieht, kann das nicht. Schade. Aber man kann ihn buffen. Wirklich als dringend in den Kopf knallen. Nicht, dass er was gegen Spinnen hätte, aber die netzen einen immer. Und das Problem. Und das, was ich sehe, ist halt nicht nur die Spinne, sondern halt auch der Warg, der dabei steht. Aber kriegst du immer drauf, ey. Gerade war schweigsam. Ja. Naja, auf jeden Fall. Oh, könnte knapp werden. Allerdings. Nachgepackt. Was zu essen? Trinken auch was. Wenn wir dann gleich genug Mana haben. Mach erstmal voll, dann heilen wir den. Aber der Chat sieht so ruhig aus. Oder vielleicht, weil es noch so früh ist. Na, 30 Mann. Ja gut, wir haben aber allerdings erst 7:30 morgens. Daran könnte es liegen. Na, so ungefähr hatte ich mir das vorgestellt. Ich finde lustig, dass ich durch den Eisblock schießen kann. Bei den Eisblöcken muss ich immer an, wie hieß er denn? Satarion? Nee. Was? Es gab damals einen Boss in Naxxramas mit Vivotilka. Der vorletzte, dieser komische Drachen. Na, ich weiß nicht mehr, wie hieß. Da wurden ja auch, ich glaube, 5 im 25er zu Eisblöcken, wo man sich hinter verstecken musste. Und wir hatten da so einen lustigen Magier. Der fand das dann urkomisch, sich dann in einen Eisblock zu setzen. Viele verstecken sich dahinter. Dadurch, dass es kein echter Eisblock von dem war, also von dem Gegner, Boss, sind ganz viele gestorben. Wir hörten nur ein fieses Lachen im TS. Naja. Also solche Sachen, finde ich, sind immer unbezahlbar. Sowas bleibt im Kopf. Und dann kann man immer wieder zurückdenken und, ach, weißt du noch, damals. Nur, das Doofe daran ist halt, die Leute, mit denen man damals gespielt hat, die spielen gar nicht mehr. Es gibt nur ganz, ganz wenige, die noch spielen. Viele haben aufgehört.
Finde ich persönlich immer sehr traurig, aber ich meine, hey, Leben geht weiter. Vor allem, wie die Leute aufhören, hatte ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Als Leute nicht sagen, hört mal, Jungs, Kinders, Frauen, Mädchen, ich habe keine Zeit mehr, ich habe keine Lust mehr, alles legitim, ich höre auf. Aber nö, dann ist einfach nur Plack weg. Man wundert sich, man macht sich Sorgen, so von wegen, oh. Hoffentlich geht's so gut, hoffentlich nichts passiert. Von einem habe ich dann irgendwann gehört, bestimmt weiß ich nicht, dass die Wohnung wohl von dem total zermüllt war und dass der quasi vom Ordnungsamt oder vom Amt oder so, oder Sozialamt, die Wohnung räumen musste. Was da dran war, ist, weiß ich nicht. Aber wäre auch mal interessant zu wissen, ob all das so stimmt. Ich meine, den habe ich auch nie wieder gesehen. Der hatte, ich glaube, mit Katar war das. Ja, hat, nee, nicht mit Katar. Doch, mit Katar. Wir sind die ersten Race gegangen, aber auch immer angemeldet. Bei uns war das so, du musstest dich abmelden, wenn du nicht konntest, weil sonst warst du automatisch angemeldet. Und der war eigentlich immer da. Bist du online gegangen? War der da. Bist du offline gegangen? War der da. Der hat so zwischendurch mal nicht gespielt, dann hat er geschlafen. Ansonsten war der immer da. Oder er hat wirklich gesagt, ich kann heute nicht, muss, weiß ich nicht, muss einkaufen, sag ich mal. Und plötzlich war er weg. Keiner wusste mehr was. Auf einmal sagte einer, ja, der wohnt in der Nähe. Wie gesagt, was dran stimmt, keine Ahnung. Und seitdem habe ich ihn auch nicht mehr gesehen. Mit dem habe ich wirklich viel gemacht, dadurch, dass er halt immer da war. Er hatte auch ganz viele Twinks, weiß ich noch. Denke mal, dass der arbeitslos war, sonst hätte er die Zeit nicht gehabt. Er war schon etwas älter. Also jetzt nicht so ganz jung, sondern ich tippe was um die 40 war der damals. Wie gesagt, und plötzlich war er weg und keiner wusste, außer halt, was man so gehört hat. Ob stimmt? Fraglich. Wo wir gerade bei fraglich sind, obwohl der Punkt wandert mit lustigerweise. Weil hier ist ja ein Walk nach dem anderen. Ja, das ist schon schön. Also ich denke, wir schaffen es auf jeden Fall noch nach Valerias Fest in dieser Folge. Uiuiui. Ah ne, wir hatten ja gar keine kein Dingstasche, keine Ledertasche. Oh, was denn, warum ist Ledertasche leer? Hatten wir ja gar nicht. Stimmt ja. Aber dass wir das mit dem Füttern vom Pet weggemacht haben, fand ich was öde. Also ich glaube, erst das Füttern weggemacht und irgendwann haben sie Pfeile weggemacht. Dann konnte irgendwann, also der Jäger, keine Waffen mehr tragen, außer den Bogen und Pistole. Und jetzt kann er wieder Stöckchen tragen, Pistole und Bogen.
Rein theoretisch, man hat ja hier. Nee, falsch. Man hat ja hier auch stehen, was der tragen kann. Wo ist es denn? Oder auch nicht. Ich glaube, darunter muss man jetzt gucken. Fertigkeiten. Waffenfähigkeiten. Genau, nachdem das Skill-System weggenommen haben von den Waffen, wo man dann immer, wo man das nicht mehr brauchte. Upsala. Da stand das dann vorne drin. Lustigerweise steht da immer noch drin, dass der Schwerter tragen kann, Äxte tragen kann, Stäbe tragen kann. Ich meine, jetzt mit der legendären Waffe hat sich das ja theoretisch erledigt, aber. Oder Artefaktwaffe. Aber trotzdem sehr seltsam. Wahrscheinlich haben sie es einfach nur vergessen rauszunehmen. Oder sie hatten immer die Überlegung, so im Hinterkopf, so noch. Ah, wir könnten ihn ja doch wieder beides tragen lassen. Weil die. Sag mal, der Schurke und der Krieger können ja immer noch Pistolen bzw. Bögen und so tragen. Und Armbrüste. Das ist dann ja auch wieder fragwürdig. Nach dem Motto, warum kann der das noch? Der kann es zwar nicht, also der kann, man kann es tragen, klar, aber dann hat man halt keine Waffe in der Hand. Also keinen Dolch oder sowas. Genau wie, ne, ich glaube, die Totems beim Schamanen sind komplett weg. Hier war ja das Totem, konnte man ja reinstecken. Das Ding ist ja weg. Weil die wurden dann ja nachher alle, das sind nur noch graue Items. Genau wie die Bücher bei. Mein Paladin. Was ich auch sehr schade fand. Na gut. Haben wir uns was zu trinken in den Kopf. 300 Pfeile. Puh. Drei Stück brauchen wir. Die Frage ist, ob es mit drei Stück dann getan ist. Also drei Worgen, die drei Bommels haben. Aber das war ja schon immer so bei WoW. Habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt. Brauchen immer noch drei. Wo ich genau den Bommel sehe hier. Was ich allerdings lustig finde, ich weiß gar nicht, ob es das hier schon gab, aber ich glaube ja, dass Tiger, beziehungsweise also Wildtiere, sage ich mal, die Fleisch essen, auch Kleintiere essen, die hier so rumlaufen. Die sprinten denn dahin, essen das, also haben das im Mund und hauen wieder ab. Das fand ich auch lustig. Piu. Und die Spinnen, die droppen Netterweberseide. Das, was man braucht für coole Taschen. Also große Taschen, 16er, 18er. Naja gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play WoW. Lasst den Daumen nach oben da, lasst ein Abo da. Teilt das Video.
Uiuiui. Und wieder ein müder Abschied. Vielleicht kommen wir in der nächsten Folge nach Alerias Fest. Und kriegen die letzten Bömmelchen. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.